ich bin in Salzburg aufgewachsen, in der wunderschönsten Landschaft. Ich kam nach Wien, hatte die wunderschöne Landschaft. Wenn man in so einer Landschaft aufwächst wie in Salzburg, ja, dann ist einem das einfach mitgegeben. Das Gebiet der Heidemannstraße war einfach eine Schießanlage und dann hat man sich entschlossen, dort am Stadtrand ein Wohngebiet hinzubauen. Und zu dem Wettbewerb sind wir nicht rausgegangen, haben das Gebiet angeschaut und haben festgestellt, dass da ja wunderbare alte Kiefernwäldchen noch sind und die wollten wir unbedingt erhalten. Und deswegen entstand eigentlich die Fläche in der Mitte und automatisch war es dann natürlich logisch, dass wir die Flächen der Freudmanninger Heide in das Gebiet der Heidemannstraße hereinziehen. Wir haben nicht zuerst die Häuser geplant wie die Architekten, sondern wir haben in erster Linie angefangen, die öffentlichen Freiräume zu planen. Wir haben also die Straßen geplant, die öffentlichen Grünflächen. Das war das Gerüst, in dem wir dann sozusagen die Häuser verteilt haben. Diese grüne Mitte, die geht direkt in voller Breite in die Landschaft raus und zieht sich aber bis tief in das Wohngebiet herein, das ist das Entscheidende. Und rechts und links sind dann die Wohnungen, die alle in Teilhaben von dieser Grünfläche auf ganz kurzen Wege. Ja. Die ganzen Wohnhöfe gehen direkt in die Grünfläche rein. Und die grüne Mitte hat ja viele Funktionen, vor allem unter anderem in der Mitte der Rodelhügel für die Kinder im Winter nach Norden. Wir haben von Anfang an bei der Planung überlegt, was möchten die Bürger haben. Und man ist natürlich sehr beeindruckt, wie die ganzen Bewohner da sozusagen mitspielen und das ganz toll finden. Ja. Sie haben einmal eben das Gefühl der städtischen Umgebung und andererseits wieder der Befreiung nach außen. Und das empfinden die auch. So. Der Marienhof war ja früher bebaut und ist dann durch die Bombardierung frei geworden. Aber die Diskussion war damals, ja, soll man es bebauen oder soll man es grün machen? Und der Braunfels hatte die geniale Idee, dass er entlang der Straße gebaut hat und in der Mitte dann einen grünen Hof hatte. Da hat man einen Kompromiss gefunden. Unsere Lösung war grün. Aber nachdem der Braunfels Architekt war, habe ich dann damals den Auftrag für die Grünplanung der Mitte bekommen. Und das wurde auch gebaut, bis es jetzt dann eben wieder für die Baustelle abgerissen wurde. Und haben aber festgestellt, dass genau quer durch den Marienhof die erste Stadtmauer von München gegangen ist. Ne? Muss ich Ihnen zeigen. Die erste Stadtmauer von München, die ging ganz rundherum, weil früher ging ja da außen einmal ein Bach durch, der Graben. Darum heißen die Straßen jetzt immer noch Graben dort. Das ist der Pfistergraben und der Färbergraben, das sind alles noch Namen von der Gräben um die erste Stadtbefestigung. Und wir sind darauf eingegangen und ich habe festgestellt, wenn man vom Rathaus runtergeht, geht es tatsächlich Richtung Norden 1,5 Meter runter. Und wir haben diesen Graben wieder aufgenommen. Wir haben zwar dann das genauso mit Bäumen überstellt, aber haben jetzt im Entwurf den historischen Stadtgrund ist in die Höhen aufgenommen. Der Chef des Stadtarchivs irgendwann einmal darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich das auch mit seinen Augen gesehen. Man müsste die alte Stadtbefestigung von München auch wieder zusätzlich sichtbar machen. Ja, den historischen Charakter wahren. Also ich sehe die besondere Rolle dieses Ortes für die Innenstadt natürlich als ganz große Freifläche, die für alle zugänglich ist, in einer zugebauten, steinernen Umgebung, eine echte Oase mitten in der Stadt. Was wird aus der Donauinsel? Da war man der Meinung, man baut die in weiten Teilen zu. Und da gab es gigantische Pläne von den Architekten, Türme von Bebauung, was die da hingebaut haben. Und wir hatten auf Anraten von der Stadtplanung von Bruno Domani mitgemacht und haben natürlich eine Lösung abgegeben, die überhaupt nicht gebaut hat, sondern die nur Freizeit war. Und
Dann hatten wir keinen Preis, sind wir durchgefallen, weil wir das ganze nicht, das Programm nicht erfüllt haben und so weiter. Und dann hat sie aber irgendwann einmal, aufgrund dieser gigantischen Bauwerke, ist denen auch einmal das Licht aufgegangen und haben gesagt, das geht doch nicht. Ja. Mitten in Wien haben wir so eine schöne Landschaft und bauen die zu. Und dann hat man sich entschlossen, dass man es tatsächlich als Erholungsgebiet ausweist. Und dann kamen wir wieder ins Gespräch. Also der Wettbewerb für das Donaukraftwerk in Wien war für uns eigentlich eine Folgeplanung von der Donauinsel. Es war ein langer Prozess über zwei Phasen hin. Die Donau war ja so, und dann hat man das sozusagen durchgehauen, und dadurch ist das Ganze schneller geflossen, das Wasser, und hat sich immer mehr eingetieft. Und dann haben die beschlossen, ein Kraftwerk hinzubauen, ein umweltverträgliches, und mit dem ganz großen Vorteil, dass man dahinter zu der Donauinsel noch einmal einen riesigen aufgestauten See der Donau hat, der auch vielfältig genutzt werden kann. Ja. Das war das Entscheidende für unseren Plan, dann für die Lösung in der zweiten Reihe, dass wir einmal eine Lösung gefunden haben, eine landschaftliche, und nur 6 Turbinen geplant haben statt 9. Dann waren die Österreicher, haben gesagt, ja okay, sowas gab es überhaupt noch nicht in der Welt. Dann sind wir technisch führend und sind auch noch ökologisch führend. Das ist die Lösung. Und die anderen, die hatten da riesige, gewaltige Kraftwerke da drüber gebaut. Ja. Kann man sich vorstellen, wie vorher schon bei der Donauinsel, was sie alles bebauen wollten. Beim Donaukraftwerk war es ganz wichtig, die Funktionen so zu minimieren, dass es sozusagen in die Landschaft passt. Ja. Und das ist der Umgehungsbach, der dafür gebaut wurde, dass sozusagen die Fische, die hier ja eigentlich nicht mehr weiter konnten, wieder in den Oberlauf der Donau gehen können. Also es war ein komplizierter Vorgang, aber die Offenheit des Architekten war die Zusammenarbeit aus dem Team. Wir haben als Team dann den Auftrag bekommen, war das Entscheidende. Ich steige am Stephansplatz in die U-Bahn und steige auf der Donauinsel aus und bin mittendrin.